Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Multiplayer. Heute als Protoss gegen einen Zerg hier auf der Orbitalwerft. Und da werden wir Nexus First spielen und dann glaube ich sogar mal Mars Phoenix aus zwei Stargates. Da habe ich irgendwie Lust drauf. Ja, das probieren wir einfach mal. Mal schauen, ob es funktioniert. Zack. Schön viele Probes bauen auf jeden Fall. Ups. Okay, das habe ich geschrieben. So. Dann müssen wir jetzt mal weiterschauen. Hier kommt jetzt gleich auf jeden Fall der Nexus. Und ja, dann mal schauen. Ich werde trotzdem nach diesem Nexus scouten, auch wenn ich natürlich derjenige bin, der hier random spielt und deshalb eigentlich den Vorteil hat, dass der Gegner die Rasse nicht kennt. Aber es ist mir sonst ein bisschen zu riskant, falls jetzt doch ganz viele Linge kommen. Vielleicht wenigstens vorgewarnt. Also bringt die hier jetzt erstmal fleißig ihre Mineralien zurück und baut dann ein Gateway, um rüberzufahren. Zack, zack. Nehmen dann das Gas, denn wenn wir doppelt Stargate spielen wollen, dann brauchen wir auf jeden Fall viel Gas. So. Zweites Gas. Fährt hier schön rüber, die Probe. Das Blöde an dieser Map ist halt, dass hier die Linge auch so rum vorbeilaufen können. Und dass wir die dann nicht antreffen würden, falls er jetzt hier wirklich schnell Linge spielt. Aber naja, man kann nicht alles haben. Ich brauche mal eben Pylon, auch wenn gleich natürlich das Dingens da sein sollte. Da kommt erst der Pool. Speed dauert auch Ewigkeiten. Excel wird jetzt fertig. Das könnten drei Hatcheries sogar schon sein. So. Ich muss jetzt einmal hier schauen. Schon eine steht. Ja, okay. Dann tun wir mal so, als würden wir hier ganz aggressiv sein. Versuchen ihn hier ein bisschen zu locken. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Das gelingt leider nicht. Keine Überreaktion seinerseits. Gut, dann halt nicht. Da sind die ersten beiden Linge. Mehr konnten wir allerdings nicht von ihm forcen. Ich lasse den Zealot hier durchkommen. Aus dem Grund, dass ich hier jetzt sowieso erstmal zwei Stargates bauen wollte. Das heißt, ich kann gerade mein Gas gar nicht anders verwenden. Aber die Sonne ist leider gestorben. Das ist ärgerlich. Wäre ich mal einfach weggefahren. Ah, noch lebt sie sogar. Okay, habe ich sie ein bisschen zu früh aufgegeben. Wenn jetzt Doppeldingens sehen würden, das wäre sehr ärgerlich. Wenn sie die jetzt beide sehen würden, das wäre extrem ärgerlich. Aber er fliegt mit seinem... Und läuft wieder raus. Das ist schlecht, das ist noch schlechter. Okay. Er weiß jetzt leider auch vom Doppel-Stargate und ich habe meine Pylone verloren. Den darf ich auf keinen Fall durchkommen lassen. Jetzt bin ich hier die ganze Zeit ausgesperrt. Ah, das war schon mal nicht ideal. Das Einzige, was da gut für uns ist, ist, dass er selber einiges an Dingen gebaut hat. Im ersten Abschnitt. Das heißt natürlich, dass ihm die dementsprechenden Drohnen fehlen. Naja. Wir werden sehen, was wir daraus machen können. Wir haben jetzt zwei Stargates und damit jetzt hier die ersten Phoenixes. Wenn hier Warpgate durch ist, werde ich auch plus 1 nehmen. So. Saturiert sind wir hier auf jeden Fall jetzt. Twilight Council, ich will gleich... Ich weiß gar nicht, was ich gleich haben will. Blink nehmen will oder Zealot Charge? Ich glaube, ich nehme sogar Zealot Charge. Weil Blink ist eigentlich was, was man gut gegen Mutas spielen kann, aber gegen Mutas bin ich nun absolut sicher. Mit Mars Phoenixes.
Teleportation erfolgreich. So. Was wir jetzt gleich machen, ist auf jeden Fall einmal die Echse zu nehmen. Auch wenn ich aktuell hier nur zwei Stalker besitze. So. Und mit den nächsten beiden werde ich dann losfliegen. Teleportation erfolgreich. Zack, zack. Deppen bauen. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Ich bin das Herr. Ihr seid auf mich angewiesen. Teleportation erfolgreich. Aber das, worauf ich jetzt stark aufgeschmissen wäre, wäre, wenn jetzt hier viele Spezialisten recht sind. Verstanden. Für die Ehre. Ja, das sind die ersten Hydralisken, aber wir haben jetzt schon ordentlich Schaden gemacht. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Aber rasch. Verstanden. Sha'azul du Templari. Für die Ehre. Ja, war auf jeden Fall vorgewarnt. Zeit für den Kampf. Hat es früh genug gesehen. Aktuell noch 0-0 auf sein. Hydras. Komm, hier, committen. Wir spielen Mars Air und Storm. Zusammen mit Adepten. Ihr benötigt mehr Wispengas. So, das eins haben wir jetzt. Auch natürlich viele, viele Mineralien. Habe ich eine Forge? Das wäre nicht schlecht, um unsere Kenntnis abzusichern. Die Erstgeborenen werden obsiegen. 5, 6, 3, 3. Und wir werden wieder aktiv mit den Phönixen. Und dann gibt es gleich. Ach komm, das Upgrade holen. Nee, das holen wir uns nicht. So viel Gas besitzen wir halt leider nicht. Das ist defensiv Upgrades und dann gibt es gleich die ersten Tempest. Für die Ehre. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Aber rasch. Sha'azul du Templari. Extrem aufpassen. Mineralienfeld erschöpft. Verstanden. Ich füge mich. Sie brechen durch. Und eine Phoenix flieht. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Ich durchstreife die Galaxis. Keiner darf entkommen. Sha'azul du Templari. Mineralienfeld erschöpft. Ich füge mich. Das ist nicht gut. Erste Tempest auf dem Weg. So, Zealot Charge wäre auch nicht schlecht. Zealot ist natürlich noch ein bisschen weniger gasintensiv. Okay, Storm haben wir schon, das heißt die ersten. Was wünscht ihr? Habe ich eigentlich jetzt zwei, drei Gateways gebaut? Ich weiß es gut gar nicht. So. Die ersten Tempels sind da. Für die Ehre.
Rapid Charge habe ich. Zeit für den Kampf. Also immer eine neue Basis für mehr Gas. So, weiter Tempest, zweier Shield Upgrade. Warpfels online. So. Nächstes Attack Upgrade. Neuer Mothership Core. Zack. Und die ersten Träger würde ich auch ganz gerne haben. Auch wenn wir natürlich sehr, sehr viel Mineralien dafür brauchen. Und Gas und nachher noch mehr Mineralien, um die Träger-Dinger zu bauen. Also was wir auch nehmen könnten, wäre hier das Upgrade. Mineralienfeld erschöpft. So, dann sind wir hier schon outmined in der Main. 3, zack. Dann gibt es mal hier Mothership. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das gleich ist, aber es macht Spaß, jetzt schon. So. Holen uns hier mehr Cannons. Ziehen uns dann ein bisschen mehr nach hier. Was wir auch brauchen, wären noch Observer. Habe ich überhaupt Observer? Vielleicht einfach auch ein Oracle. Zur Detection, das ist auch nicht schlecht. Er baut tatsächlich Lurker. Das ist schlecht für uns. Zeit für den Kampf. Unsere Gedanken. Tötet mich. Upgrade durchgeführt. So. Wo ist mein Oracle? Dimensionalstränge abgestimmt. Die Stränge des Schiffs. Ausfall des Verteidigungssystems. Zeit für den Kampf. Schnell noch angetroffen. Weg. Die Erstgeborenen werden auf Sieg. So, Trägerbahn. Ups. Wo verbirgt sich der Feind? Weitere Upgrades. Mineralienfeld erschöpft. Träger eingetroffen. Zack. Die Himmel war. Weitere Ground-Unterstützung und was wir verloren haben, sind viele Pylons. Mineralienfeld erschöpft. Das Upgrade hier. So, und ich brauche eigentlich weitere Basen. Ich füge mich. Und ich brauche definitiv auch Detection. Das heißt, zwei Oracles sind Pflicht, um halt Revelation zu casten. Und hier kommt er jetzt. Für die Ehre. Aber rasch. Ich sehne mich nach dem Ofen. Ich kann mal den nächsten snipen. Die Himmelwaffe. Warpfels online. Aber rasch. Ich sehe. Selbst 2-2. Ich durchstreife die Galaxis. Träger eingetroffen. So. Ich füge mich. 20 Idle Worker schicken auf jeden Fall auch wieder hier hin. So, ich brauche eigentlich noch einen Nexus. Okay, ich kann gerade nichts bauen, weil die hier ihre Interzeptoren nachbauen.
Aber das war hier schon blöd, dass wir den Nexus verloren haben, aber können wir nicht ändern. So, die Oracles sind da, die ersten. Ich brauche jetzt hier... noch ein Nexus. So, okay, er möchte wirklich hier Base traden. Zeit für den Kampf! Sie brechen durch! Zum Angriff bereit! Ehre den Dalai Lama! So, wir brauchen hier neue Dings. Warte auf Order! Wir sind bereit! Warum wird denn hier nichts unternommen? Hier! Seid dafür zuständig. So. Zack. Und ihr bitte alle hierhin. Wir sind. Sie sind aber nicht mehr hier drauf. Und jetzt machen wir nochmal Folgendes. Wir holen uns hier... ups. Erklärt euch. Ja, den Nexus nimmt er leider raus, aber ist so. Können wir verschmerzen. Das war aber jetzt gemein, dass er da jetzt genau stand. So, wir pushen. Habe ich eigentlich die Zies? Das wäre gut. Eure Sonden werden angegriffen. Basis wird angegriffen. Zum Angriff. Okay, hier müssen wir absolut aufpassen gerade, dass die hier nicht zu sehr stacken. Braucht, glaube ich, auch auf jeden Fall noch Einheiten, die Gebäude bauen. Unsere Probes. Der Kampfesruhm wird unser sein. Wird angegriffen. Der Kampfesruhm wird unser sein. Ich habe keine Probe mehr. Ich füge mich. Meine Aufgabe. Die Rache ist Basis wird angegriffen. Er selbst kann zum Glück auch keine Einheiten bauen und würde jetzt hier nicht so viele Overlords bauen. Ihr wünscht.
Ich hab hier nur die paar DTs, die mich noch retten, ne? Hat er eigentlich noch. So soll es geschehen. Leben hat ohne Akten. Erklärt euch. So, auf jeden Fall scheint er irgendwo noch Mining zu haben, sonst wäre er ja schon aufgedeckt. Aber viel Geld kann er eigentlich nicht mehr haben. Lasst vergessen, erwacht sie. Die Zeit ist gekommen. So. Und solange meine Armee lebt, kann ich halt überhaupt hier nichts anfangen. Kann ich keine neuen Probes bauen. Was wünscht ihr? Nur die Gläubigen fürchten nicht. Por Salah. So soll es geschehen. Wir sind bereit. Wir dienen. Warte auf Ordnung. Oh oh. Oh oh. Die Zeit ist gekommen zum Angriff. Komm schnell! So, ich muss hier campen. Das geht nicht anders. Ich muss an meinen letzten Gebäuden campen. Ja, Exekut Naja Kami, was wünscht ihr? Wir dienen Stopp. Auslöschung. Tötet jeden, der sich gegen uns stellt. Also, er hat auf jeden Fall noch Geld, um Dinge zu bauen. Das ist halt schon heftig. Niemand kann uns aufhalten. Die Templer. Meine sind nur Linge, gut und schön, aber ich muss schon aufpassen. Bereit für den Sieg. Wo werden wir gebraucht? Nur die Gläubigen fürchten nicht. Für den Ruhm. Vorwärts. So soll es geschehen. Por Salah. Wir sind spät. Ajur wird erneut unser sein. Ihr wünscht ein Sturm. Was wünscht du? GG! Por Salah. Das ist ein schönes Spiel. Wir dienen mit Stolz. Vielleicht sollte ich öfter mal Mars Air spielen. Was haltet ihr davon? Ich nehme an, dass das seine beiden letzten Gebäude waren. Das erklärt euch.
und er. Ja, er hat es fast noch geschafft. Hätte er hier die beiden Gebäude und den Extraktor noch abgerissen, dann. Ja. Hier ist das gewesen. So. Naja. Wir schauen gleich nochmal, ob wir irgendwie sehen, ob er noch Gebäude hatte. Aber ich denke nicht, dass er noch welche hatte. Also, Armee war natürlich absolut viel größer. Ja, er hat am Ende allerdings noch was, noch Arbeiter. Das ist halt der Vorteil von einem Zerg. Die sind ein bisschen beweglicher, vor allem gegen so eine Air-Armee vom Protoss. Ja, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht, weil mal was Witziges. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.